Also als erstes möchte ich mich bedanken, dass Pulse of Europe heute wieder eine wichtige Demonstration der Freiheit organisiert hat und der Solidarität. Und ich bin stolz, dass Pulse of Europe auch aus Frankfurt kommt. Vielen Dank. Indem ich das Kompliment mache, denke ich darüber nach, wie wenig wir in Frankfurt und anderswo an Solidaritätsaktionen in den letzten Wochen gemacht haben. Und das zeigt schon sehr viel, wo das Problem in dieser Frage ist. Lassen Sie mich erstmal für meine innere Orientierung Folgendes sagen. Russland ist ein Terrorstaat nach innen und nach außen. Ein Diktator, der sein eigenes Volk in Gefängnisse wirft oder gar umbringt, wenn sie anderer Meinung sind als er, hat wenig Hemmung, andere Völker und andere Menschen anzugreifen und zu töten. Und ich will auch nicht mehr nur von einem Krieg, den Russland begonnen hat, reden, sondern ich will wirklich von Terror sprechen. Kriegsterror, denn die russische Armee greift vorwiegend Zivilbevölkerung an, Männer, Frauen, Kinder, die nicht als Armee uniformiert sind und verstößt damit in aller Deutlichkeit gegen das Kriegsrecht und das Völkerrecht. Und ich hoffe, dass Putin und alle Verantwortlichen eines Tages davor vor dem Internationalen Gerichtshof zahlen müssen. Man könnte sagen, keiner wartet mehr auf Putin, außer Den Haag. Ja, wenn wir schon so weit wären. Und jetzt kommen wir zum ernsten Teil Ihrer Frage. Auch wenn, ich habe auch ein schwieriges Gefühl, währenddessen wir hier stehen und es uns noch relativ warm in dieser Kälte ist, erfrieren gerade Menschen in der Ukraine. Und wenn wir also dauernd von Solidarität reden, und ich habe noch die Wünsche der jungen Dame hier im Ohr, wenn wir also wissen, dass man einfach warme Kleidung braucht, dann erwarte ich eine Welle der Solidarität von Millionen Deutschen, die den Menschen als Menschen in der Ukraine helfen und dafür sorgen, dass wenn schon kein Strom da ist, wenn schon keine Heizung da ist, wenn schon kein Licht da ist, wir den Menschen ganz unmittelbar helfen, indem wir dafür sorgen, dass das Frieren, und sie werden frieren, nicht tödlich wird. Sind wir da nicht an dem generellen Problem, das ich eingangs mal als Dialektik beschrieben habe, da hinten ist der Weihnachtsmarkt, hier stehen wir. Wie kriegen wir das hin? Ja, wieso schaffen wir es nicht, und wenn es nicht 80 Millionen sind, doch wenigstens, ich sag mal, 15 Millionen in einen Dauerzustand der Unterstützung zu bringen? Geht das eigentlich? Wir schaffen es noch immer nicht, zu begreifen, dass der Krieg, den Russland in der Ukraine führt, ein Krieg in Europa gegen Europa ist. Ukraine ist Europa! Ukraine ist Europa! Ukraine ist Europa! Ukraine ist Europa! Und wenn die Menschen, ob in Deutschland, ob in Frankreich, und das ist die europäische Seite, nicht begreifen, dass sie in diesem Krieg bereits verwickelt sind, ist die Distanz, die Solidarität, die Empathie zwar da einerseits, aber gleichzeitig haben wir hier immer noch nicht verstanden, dass wir angegriffen sind. Und ich fand die Bemerkung auch eines Menschen auf dieser Bühne, dass ich verstärken will, ganz wichtig. Kann sich jemand hier vorstellen, was es bedeutet hätte, heute hier zu stehen, wenn die Ukraine von Russland besiegt worden wäre? Kann sich jemand vorstellen, was das für eine geostrategische Konsequenz für unser Leben gehabt hätte? Kann sich jemand vorstellen, was es bedeuten würde, dass Russland erfolgreich ein souveränes Land
in Europa durch Krieg und Terror besetzt hat, was würden wir dann machen? Runde Tische, eckige Tische, dreieckige Tische? Oder würden wir endlich begreifen, dass dieser Kontinent im Krieg ist? Ja, wahrscheinlich. Und was mir wirklich auf die Nerven geht, und das ist nett gesagt, wir thematisieren immer noch die Frage, wann und warum und wie es zu Friedensgesprächen kommt, währenddessen Russland gnadenlos den Krieg fortsetzt und die Ukrainer sich heute so verteidigen wie am ersten Tag des Krieges. Ja, Herr Friedmann, da stellt sich doch die Frage, Politikversagen, Gesellschaftsversagen? Müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen? Müssen wir unsere Politiker mehr treiben? Sind die selbst gefangen in ihrem Alltag und machen das, was ihnen möglich ist? Oder ist das zu wenig? Also ich will das jetzt nicht generalisieren, aber eines will ich als deutscher Staatsbürger sagen. Diese Bundesregierung versagt politisch und in einer verteidigungsmilitärpolitischen Ebene, was das Thema Ukraine und Russland angeht. Deutschland muss mehr defensiv und welche Waffen auch immer liefern, die so noch lieferbar sind, damit nicht Russland einen Vorwurf und einen Vorwand hat, Deutschland zu sagen, das seien jetzt Kriegspartner. Aber wir tun garantiert momentan nicht zu viel, sondern zu wenig. Und heute muss man sagen, die deutsche Bundesregierung muss aufgefordert werden, nicht nur nette Worte, sondern viel deutlichere Taten zu begehen, damit es glaubwürdig ist, was hier dauernd geredet wird. Denn am Ende geht es um Waffen. Schwere Waffen jetzt! 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 Und die Europäische Union, das muss man ja auch kritisch feststellen, hat Mitgliedsländer wie Ungarn, die mit Putin offensiv kuscheln, obwohl Ungarn weiß, was in der Ukraine passiert und sich gegen die Beschlüsse der Europäischen Union stellt. Auch da muss man sagen, irgendwann muss die Europäische Union glaubwürdig sein und dann so einem Land wie Ungarn alle Möglichkeiten der Förderung wegnehmen, nicht nur, weil sie Rechtsstaatlichkeit verweigern, sondern weil sie Partner von Russland sind und nicht von der Europäischen Union. Ja, der ukrainische Präsident läuft bei einem Fußballspiel mit einem Schal rum, dass das Großungarische Reich. Ungarische Präsident. Was habe ich gesagt? Um Gottes Willen! Slava Ukraini! Slava Ukraini! Slava Ukraini! Das war ein ganz gemeiner Versprecher, für den ich mich entschuldige. Der ungarische Präsident trägt diesen Schal. Das ist das gleiche Gedankengut. Das ist die gleiche Idee. Das ist das gleiche Gebaren. Wenn Ungarn nicht in der Europäischen Union wäre, dann wäre die Diktatur wahrscheinlich noch weiter. Die Europäische Union zügelt etwas, aber zu wenig. Die Frage ist, vielleicht mal eine andere Perspektive kurz eingenommen, ja, hat die EU eigentlich ausreichende Möglichkeiten, um Ungarn zu zähmen? Oder müssen wir nicht doch eine neue Verfasstheit haben? Und kommen wir denn dahin mit Ungarn? Also wenn Sie sehen, dass die möglichen Sanktionen, unabhängig jetzt dessen, was Ungarn noch zusätzlich über Orbán mit Russland kuschelt, möglich sind, aber nicht umgesetzt noch sind, dann gibt es Möglichkeiten, weil die Wirtschaft von Herrn Orbán bricht zusammen, wenn tatsächlich die EU das Geld nicht schickt. Aber ich will noch einen weiteren Aspekt einführen. Und ich will ihn sehr bewusst einführen, weil in diesem Land, seit ich hier lebe, eigentlich seit 1945, die Amerikaner oft als Feinde, Aggressoren, Imperialisten genannt werden. Wenn die Amerikaner jetzt in diesem Krieg nicht eingebrochen und mitgemacht hätten und die Ukraine so unterstützen würde, wäre die Ukraine schon besetzt und nicht mehr Ukraine. Es ist nicht dank der Europäer, dass die Ukraine noch da ist, sondern dank der Amerikaner, die Waffen liefern, Waffen liefern und Waffen liefern. Und dafür müsste sich Europa schämen. Und jetzt kommen wir zu der Frage Europas. Was ich nämlich nicht verstehe, da werden Sie mir vielleicht helfen müssen.
Europa, die Europäische Union, was nicht dasselbe ist wie der Kontinent, sieht, mit welch einer brutalen völkerrechtlichen Gleichgültigkeit ein Land in Europa, nämlich Russland, und bitte nicht seit dem 24. Februar 2022, sondern schon 2014, 2008 in Georgien, andere Staaten terrorisiert. Wir wissen, das hatten wir schon beim NATO-Doppelbeschluss so gesagt, dass die Verhinderung eines Krieges nur möglich ist bei der Gleichberechtigung der militärischen Kraft. Deutschland könnte sich nicht mal einen Tag verteidigen gegen Russland. Die Europäische Union, 450 Millionen Menschen, haben keine Verteidigungsarmee. Ich sage Verteidigungsarmee. Und wenn Amerika eines Tages kein Interesse mehr an Europa hat, kann es Deutschland, Frankreich, von Holland, Luxemburg, Belgien gar nicht die Rede, überhaupt keinen Schutz geben gegen diese russische Aggression. Wir müssten doch wenigstens jetzt verstehen, wir helfen die Ukraine, weil dort genau das stattfindet, was auch bei uns stattfinden könnte. Wir sagen, wir sind NATO-Mitglieder, das schützt uns. Aber die europäischen Staaten sind nicht alle NATO-Mitglieder. Und irgendwann werden wir gezwungen, unser Gesicht zu zeigen. Und unser Gesicht wird irgendwann auch bedeuten können, verteidigen wir auch Nicht-NATO-Staaten, weil die Staaten, die angegriffen werden, kommen uns immer näher. Wehret den Anfängen, hat man mal gesagt in diesem Land. Wir haben 2014 nicht nur den Anfängen nicht gewehrt, als die Ukraine schon damals angegriffen wurde, sondern wir haben dafür Nord Stream 2 gemacht. Wenn wir jetzt wieder wegschauen, wird der Preis für Europa fürchterlich sein. Bravo! Ja, verstehe ich Sie so? Appell für eine europäische Armee? So oder so? Ja, das ist ja ganz spannend. Jeder, der sich damit beschäftigt hat, weiß, das ist ein großer Wurf und damit geht viel einher. Wir bräuchten es ja relativ geradlinig. Wie geht denn das? Also, Sie besprechen mit Ihrer kritischen Nachfrage das Problem der Europäischen Union. Ja. Und da sind wir ja beide und viele hier engagiert und stellen uns die Frage, in welchem Zustand ist diese Europäische Union? Und ich möchte dazu sagen, in dem allerschlimmsten Zustand der letzten Jahrzehnte. Wir haben in dieser Europäischen Union wachsend antidemokratische, rassistische Regierungen. Italien nennt ihre eigene Regierung eine postfaschistische Regierung. Was immer das ist. Auf jeden Fall nichts Gutes. Ein schlechter Euphemismus. So, wir haben in Schweden mittlerweile eine Regierung ebenfalls mit Extremisten. In Ungarn, in Polen wird die Rechtsstaatlichkeit mit Füßen getreten. Wir haben in diesem Land, in einigen Bundesländern 30% Rassisten und Antidemokraten, die in der Partei des Hasses wählbar zu sein scheinen. Und wir haben in kurzer Zeit eine Wahl in Frankreich. Und Le Pen sitzt mit ihrer Partei mit 40% im Parlament. Ich will nur eins sagen, wenn wir jetzt nicht anfangen, auch die Ernsthaftigkeit der Europäischen Union, die zwei Säulen hat, die ökonomische und die Menschenrechte, die Menschenrechtssäule wieder zu stabilisieren, wird es diese Europäische Union in 10, 20 Jahren, wie wir sie kannten, nicht mehr geben. Es geht um Demokratie, Freiheit und Frieden. Und dann sind wir wieder bei der Ukraine. Ein Land, das versucht hat, Demokratie, Freiheit und Frieden einige Schritte weiterzubringen. Das hat Putin nicht gefallen und wir haben es nicht genug geschätzt. Wenn, Herr Friedmann, wenn das nicht so toll wäre, mit Ihnen zu reden, hätte ich fast gesagt, das ist so ein gutes Schlusswort für Ihr Plädoyer. Aber ich würde doch gerne noch einen Punkt aufgreifen. Also Sie haben mehrere tiefgreifende Probleme benannt. In Deutschland, in der Europäischen Union, in der Gesellschaft. Ja, die Erkenntnis dessen, was da nötig ist und was eigentlich gerade passiert. Man hört es eigentlich ständig in den Nachrichten, immer wieder wird es betont, ja, die Ukraine ist Europa, Ukraine kämpft für die Demokratie, ja, zumindest indirekt, die Ukraine orientiert sich nach Westen und was die Ukraine von Anfang an bekommen hat, ist relativ viel Widerstand aus dem Westen.
Was können wir jetzt tun? Was braucht es aus Ihrer Sicht? Wie kriegen wir den Push hin? Ja, also das Erste, was es braucht, ganz ehrlich, ist Frieden. Das Erste, was es braucht, ist Frieden. Und der Frieden wird bestimmt von der Ukraine, die angegriffen wurde. Und ich befürchte, dass wir darauf noch eine gewisse Zeit warten werden müssen. Das Zweite, womit wir uns glaubwürdig machen können, ist, einen Marshallplan für die Ukraine aufzubauen, damit das Land in schnellster Geschwindigkeit das, was brutal zerstört wurde, aufbauen kann, damit lebenswürdige Verhältnisse wieder stattfinden. Wenn diese Menschen und das Land dann wieder, und man muss es sagen, in die Vorkriegszeit überhaupt wieder einen Lebensanfang haben, wird es darum gehen, in aller Ernsthaftigkeit, und das bedeutet auch in der Glaubwürdigkeit dessen, was die Europäische Union von allen Mitgliedern erwartet, auch mit der Ukraine zu verhandeln. Ob das der Rückgang der Korruption ist, ob das stärkere demokratische Strukturen sind. Ich glaube nur, dass wenn beide erste Schritte vorbei sind, und Präsident Zelensky dann immer noch ein gewählter, neu gewählter Präsident ist, der Sauerstoffanteil, der aus der demokratischen Bevölkerung der Ukraine auf uns kommt, uns gemeinsam tragen wird, dass wir die Ukraine in einem geordneten, aber etwas schnelleren Verhältnis als mindestens Mitglied der Europäischen Union in 10 Jahren wiedersehen. Aber ich muss es nochmal sagen. Momentan ist Krieg und wer immer hier in Deutschland oder in Paris oder in London oder wo auch immer in der Welt Solidarität mit der Ukraine ausspricht, muss diesem Land helfen, diesen Krieg zu gewinnen. Und das sind Waffen, meine Damen und Herren. Und es ist ein weiterer Boykott gegen Russland. Und es bedeutet auch, dass Putin nicht für niemanden ein Beispiel mehr sein darf in diesem Europa. Da ist noch Belarus, da ist noch Tschetschenien. Es gibt so viele Länder auf diesem Kontinent, wo Demokratie so weit weg ist wie auf dem Mond. Wenn wir Europa eine Zukunft geben wollen, gibt es nur eine. Das ist Freiheit, Frieden und Menschenrechte. Alles andere, das will ich nur noch mal sagen. Und das will ich auch zu uns Deutschen hier sagen. Glauben Sie wirklich, dass Frieden die DNA Europas ist? Erinnern wir uns nicht daran, dass auf diesem Kontinent die meisten Kriege, Bürgerkriege, Religionskriege, Kleinkriege durchgeführt wurden? Erinnern wir uns nicht, dass, wenn wir von der EU reden, sind es wenige Jahrzehnte Frieden? Und wenn wir über diesen Kontinent reden, ist überall irgendwo ein bisschen Krieg, bis hin zur Türkei, wo viel Krieg ist. Wenn wir das vergessen und uns einreden, dass das der Kontinent des Friedens ist und deswegen nicht kämpfen dafür, dass es friedlich bleibt und mehr und weiter bleibt, dann wird dieser Kontinent sehr schnell wieder, wie im 18. Jahrhundert, wie im 19. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, und das ist gerade 90 Jahre her, ein Kontinent des Krieges. Die wichtigste Aufgabe ist jetzt, am Beispiel der Ukraine für Frieden zu kämpfen und das danach weiter für ganz Europa. Lieber Herr Friedmann, leidenschaftlicher kann man es nicht sagen. Und nochmal danke an Pulse of Europe und alle, die das heute möglich machen. Ohne Sie könnten wir heute nicht da sein. Gratuliere und Dankeschön. Danke an Sie, Herr Friedmann. Vielen herzlichen Dank.